call sign. Hey Leute, da sind wir wieder. Letztes Mal lief es natürlich richtig shitte. Hoffentlich läuft es diesmal besser. Und wir sind wieder im Pokal gegen Santos. Das wird bestimmt nicht einfach. Also bis gleich. So, da sind wir und ja, ich glaube, das wird überhaupt nichts. Aber hoffen. Well, at this stage, you don't want to make any silly mistakes. You don't want to be losing games if possible. And that might lead to a little bit more caution than normal. Und das fängt schon wieder sehr offensiv für Santos an. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler von den Gegnern viel besser schießen können als die eigenen. Ich hoffe, diesmal ändern sie ein bisschen in ihrem Spielverhalten, Osvaldo. Bei FIFA 15 stelle ich mir auch sehr blöd an, manchmal, muss ich schon zugeben. Also, von FIFA 12 auf bin ich bei jedem FIFA immer ein Stück schlechter geworden. Okay, Pato. Natürlich pfeift er da abseits. Ey, ist doch scheiße. Seriously, und der Gegner spielt natürlich perfekt, dass da alles makellos ist. Okay, bin schon überrascht, dass das kein Foul war, Osvaldo. Nein. Ich wollte eigentlich zu Bastos passen, der war genau in dem Moment im Abseits. Und es gibt einen Wurf. Oh, was war das? Ah, ja! Okay, so schnell konnte ich jetzt nicht schalten, aber Osvaldo mit dem 1:0. Ne, es war Kaka, Entschuldigung, wie komme ich auf Osvaldo? Ich weiß es nicht. Kaka schaltet am schnellsten, aber was war das denn? Er nimmt den erst so komisch mit dem Fuß an, dann wird er abgefälscht und dann passt er genau in den Pfosten. Klasse. Tor von Kaká in der 14. Minute und irgendein Carlos von Sao Paulo, von Santos schon, hat sich verletzt. Endlich läuft mir was gut. Ich brauche einfach noch ein bisschen Übung. Also, ich hoffe, ihr versteht es, wenn ich jetzt nicht sofort am Ende dieser Saison auf einem sehr hohen Tabellenplatz lande. Ich bin einfach schlecht. Ecke. Und Seni, kein Problem für Seni. Bastos. Gut freigelaufen. Aber wohin damit? In die Mitte. Aber anscheinend gibt es Ecke. Bastos. Oh. Guter Kopfball, aber leider kein Torerfolg. Okay, das war meine Schuld. Ich wollte Schuss enttäuscht, um den Ball nach hinten zu verlagern, aber ich habe leider beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Aber ich bin schon ziemlich zufrieden. Immerhin führen wir. Das habe ich auf Weltklasse selten. Back to him again.
Okay. Sehr gut. Oh, ich dachte, da wäre nur Bastos und kein Gegenspieler. Okay. Es gibt Freistoß, den Rubinho ausführt. Sehr gut vom Verteidiger gemacht. Semi reagiert. Und reagiert erneut. Fantastisch. Bastos zu Pato. Zu Osvaldo. Schade, da wollte ich direkt hineingehen, aber Carlos wusste, was ich vorhatte. Nicely controlled football this. Not rushing it, not forcing it, just keeping the ball, moving the opposition around. Und Seni wieder. Brillant. Rogério Ceni. Endlich mal ein Torhüter, der weiß, wie es geht. Der stoppt hier Ball für Ball. Ja, genau. Der geht genau immer dahin, wo er nicht hin soll. Und jetzt ist er natürlich wieder durch. Und Ceni ist einfach fantastisch. Osvaldo. Sehr gut. Kann er nach innen ziehen? Oh, was ein Schuss. Einwurf für Sao Paulo. Oh. Nicht so gut. Um es weiter auszudrücken, Bastos, Pato und der Ball abgefälscht. Meine Güte. Ja, genau. Wie er schon wieder nach vorne kommt. Ist mir ein Rätsel einfach. Meine Verteidigung macht auch gar nichts von sich allein. Pato. Pato. Ah. Immerhin Ecke. Und Bastos bringt die Ecke an den Mann. Pereira. Pereira, wow. Also wie der angedreht war, der wäre tatsächlich reingegangen, oder? Ja. Da hat nicht viel gefehlt. Und die bringt Sousa hinein. Die kommt aber zu kurz. Bastos reagiert. Aber es ist Halbzeit. Immerhin 1-0, obwohl wir ganz, ganz deutlich im Nachteil sind. Zumindest insgesamt Schüsse bei aufs Tor nicht so und Ballbesitz eh wieder die alte Geschichte. Freischuss. Antonio Carlos Maicon. Aber natürlich, die Spieler müssen sich erstmal wieder fassen, nachdem sie in einen hineingelaufen sind. Während das natürlich bei dem Gegner blitzschnell funktioniert. Er fällt auf die Schnauze und sobald er oben ist, kann er wieder direkt weitermachen. Bastos. Fällt natürlich auch hin. Da, das meinte ich. Diese Animation, wie lange er braucht, um wieder da zu sein, um wieder anspielbar zu sein, die dauert bei mir bedeutend länger als beim Gegner. Oh. Also wenn es nur um Torchancen geht, dann ist Santos deutlich im Vorteil, aber noch führen wir.
Talk about making the most of your shooting opportunities. One team has done that, while the other's been quite wasteful. Sousa, Miranda, Maicon, Pato. Genau dann, wo ich passen will, geht Pato in die falsche Richtung. Das ist halt typisch Schiefer. Aber wir kriegen einen Einwurf. Santos wechselt. Bastos. Und erneut ein Einwurf. Hurra. Maicon. Ah! Wie Pato einfach Jahre braucht, um zu schalten. Ich verstehe das überhaupt nicht. Done to keep on his feet and not just go to ground and hope he might get a free kick. Jetzt kriegen die einen Einwurf. Und deshalb kotzt es mich an. Fast wieder Einwurf. Osvaldo? Pato? Ah! Dann bleibt Osvaldo stehen! Ich verstehe das nicht! Das ärgert mich einfach nur noch. Pato? Pato? Oh mein Gott! Ey, ohne Witz! Was hat Pato denn für einen miserablen Schuss? Ich muss das jetzt nachgucken. Ups. Ich glaub das nicht. 81 Abschluss. 81 Fernschüsse. 79 Schusskraft. Ja, und dann hat er so einen... Ich meine, gucken wir uns das doch nochmal an. Bitte. Bitte. Wer schießt den Ball denn so? Was zum Teufel? Also, physisch gesehen ist Pato genau der Schirm, den ich brauche. Aber sein Schuss ist ja wohl... Ja, braun. Meine Fresse. Das ärgert doch einen nur noch. Ja, jetzt bin ich wieder stiller geworden, weil ich mich halt aufrege über Pathos, Schuss, über seine Chancenverwertung etc. Ist ja fast schon ein Mkhitaryan. Und das muss ich als Dortmunder sagen. Pato zu Bastos. Bastos macht das wunderbar. Und Bastos, der macht keine Fehler. Der verwandelt die Dinger. Klasse. Micha Bastos mit seinem bis jetzt vierten Tor in diesem Turnier. Und da weiß man wenigstens noch, dass man die richtige Besatzung hat. So. Auswechslung. Luis Fabiano kommt. Wie mache ich das? Den Nilsson wechsle ich ein. Boschilia. Ja, machen wir doch einfach mal so. Was so aufgefallen ist, ich habe angenommen, weil ja Seni schon so alt ist und Concilet hat seine Karriere zu beenden, da dachte ich, er würde runtergehen. Er ist aber sogar um 2 hochgegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das war einfach nur klasse gegrätscht. Freier Stoß. Für Santos. Den Rubinho hineinbringt, aber niemand geht hin. Und so gibt's Abstoß. Ja. Gut.
Antonio Carlos, Souza, Bastos. Und es geht wieder zurück. Und Seni wieder am Ball. Bastos verliert den Ball direkt. Okay, das war sehr gut weitergeleitet. Okay, Osvaldo. Glaube ich. Luis Fabiano! Und es war leider abseits. Leider, leider. Das wäre das 3-0 gewesen, aber leider, leider. Abseits. Rubinho gegen Osvaldo. Ui. Gut. Bastos. Gegen Luis Fabiano. Luis Fabiano ist durch. Ah, schade. Da wollte ich es zu perfekt machen. Torwart kommt dran und es gibt Ecke. Sousa auf Osvaldo. Nix. Gar nix. Wieder. Bastos. Oh. Guter Kopfball, aber kein Torerfolg. Diesmal ist es viel besser ausgegangen als letztes Mal. Obwohl Santos ja eigentlich auch eine gute Mannschaft ist. Vielleicht war es einfach nur Unglück. Vielleicht liegt es ja doch irgendwie an Pato, dass er vielleicht kein gefährlicher Goalscorer mehr ist. Jedoch immerhin ein guter Schlüsselspieler, mit dem man einige Schnelltaktiken gut ausführen kann. Seni. Oh. Da lädt er den weiter aus Waldo. Jetzt geht es wieder in den Angriff. Den Nilsson läuft am Ball vorbei. Jetzt sammeln sie sich hier wieder. Uff. Da war der Kopfball nicht richtig erwischt. Das war mein Fehler. Ja, das war meine eigene Dummheit. Leandro Damião hat da kein Problem, das zu schaffen. Und Osvaldo versucht nochmal, sich durchzukommen. Und der Schiri pfeift ab. 2:1 gewinnen wir in diesem Turniermatch. Wie gesagt, es lief viel, viel besser als vorher. Spielwertung KK 8,0, bester Spieler des Tages. Und ja. Wie gesagt, vielleicht ist das ja diese Aufstellung, die ich jetzt behalten muss. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, Leute, und bis dann!